Hi, Digger, der junge, süße Cocker Spaniel, ist heute mal wieder bei mir. Das heißt, ich betreue ihn den ganzen Tag und möchte dich dabei wieder mal ein bisschen mitnehmen und dir kleinere Ausschnitte zeigen und auch, welche zwei Unarten er auch noch hat. Eine davon ist echt heftig. Die werde ich dir nachher mal demonstrieren. Ja, und Digger ist jetzt seit circa 15 Minuten bei mir. Und letztes Mal war ich ja gerade im Garten, als mir Digger gebracht wurde. Und als das Frauchen dann wegging und wegfuhr, hat er ja die halbe oder das halbe Dorf zusammengebellt und gejault. Das war echt heftig. Und diesmal habe ich mir da was überlegt. Sein Fräuchen gibt mir auch immer so ein kleines Tütchen mit, also Trockenfutter, so trockene Leckerchen mit. Da sind teilweise so ganz kleine Knochen mit dabei, die sind echt super. Ja, und als sie zur Haustür rausging, habe ich ihn zuerst mal, das Tütchen geholt, und wenn das raschelt, dann kommt er sowieso schon direkt an. Und alles andere ist dann uninteressant. Dann habe ich ihn erstmal Platz machen lassen und dann hat er zur Belohnung schon mal so ein kleines Leckerchen bekommen. Und danach habe ich so 5, 6 von den kleinen Knöchelchen, natürlich einzeln, jeweils durch die Bude geworfen und ihn da aber vorher immer absitzen lassen und gesagt, er soll warten, was er auch gemacht hat. Ja, dann ist er erstmal durch die Bude hier gefetzt. Und das hat ihm einen heiden Spaß gemacht. Und seitdem liegt er jetzt ganz brav und zufrieden hier in meinem Wohnraum. Zuerst war er am Hecheln. Ja, und das sagt mir, dass er einfach mehr Förderung, Spiel und Spaß auch braucht und sich einfach zwischendurch auspowern muss, damit er, ja, um zufriedener zu sein, ne? Ja, er ist ganz entspannt und hat noch nicht einmal gejault, gebellt, gewinselt, nachdem sein Fräuchen dann gefahren ist. Das werde ich jetzt immer so machen. Noch was zu den zwei Unarten von ihm. Die kann man eigentlich wunderbar trainieren. Das ist aber sehr aufwendig und braucht auch einige Zeit, das heißt einige Wochen. Also kommt natürlich auf den Hund drauf an. Beim einen geht es schneller, beim anderen dauert es länger. Aber das kann ich nicht durchführen, da es nicht mein Hund ist und er auch nicht immer bei mir ist. Dadurch ist es eben schwierig. Die eine Unart von ihm ist, dass wenn ich den Raum verlasse, also jetzt bin ich im gleichen Raum wie der Hund, dass er normalerweise dann sofort aufsteht und mir folgt. Ja, gehe ich in den einen Raum, folgt er mir dahin, gehe ich in den anderen Raum, folgt er mir dahin. Egal wo ich hingehe, er folgt mir permanent und aufdringlich. Das hat einerseits was mit Dominanzverhalten zu tun und mit Kontrollwahn, sag ich mal. Er möchte mich einfach kontrollieren, möchte immer wissen, was ich mache, was ich tue. Andererseits kann das aber auch mit Verlustängsten zusammenhängen, dass er einfach Angst hat, dass ich den Raum verlasse und nicht mehr wiederkomme. Da er es, wie gesagt, gewöhnt ist, nie alleine zu sein und immer mit seinem Frauchen zusammen zu sein. Sie nimmt ihn ja auch mit zur Arbeit, ins Büro. Auch dort ist er immer bei ihr und hat das von klein auf nie gelernt, auch nur mal 5 Minuten irgendwo alleine zu sein. Aber das kann man trainieren, und zwar indem man so oft wie möglich, also mehrmals täglich, immer wenn man den Raum verlässt und der Hund einem dann folgt, die Tür vom nächsten Raum vor der Nase des Hundes zumacht. Also bevor er mit in den Raum rein kann, dann ganz kurz in dem Raum drin bleibt, danach den Raum wieder verlässt, den Hund dabei völlig ignoriert, ganz normal an ihm vorbeiläuft, als wäre es das Normalste der Welt. Und ja, das am besten so oft wie möglich im Laufe des Tages immer wieder tun. Und normalerweise wird der Hund dann dem Verfolgen dadurch irgendwann müde. Das ist mal das Erste.
Irgendwann hat der Hund keine Lust mehr, einem dauernd zu folgen, weil er dann ja merkt, okay, die Tür wird sowieso immer vor mir geschlossen, ich kann nicht mehr mit in den nächsten Raum, in den mein Frauchen oder halt in meinem Fall jetzt meine heutige Betreuerin geht, folgen. Und so merkt er auch, dass seine Aufsichtsperson ja immer gleich wiederkommt. Ja, dass er also keine Angst haben muss, dass sie nicht mehr wiederkommt und dass auch nichts passiert, wenn sie den Raum kurz verlässt. Und dann kann man mit der Zeit, die Zeit, in der man dann in dem anderen Raum ist, wenn die Tür verschlossen ist, immer länger werden lassen, natürlich ganz langsam, ja, also immer weiter ausweiten. Und ja, so merkt der Hund mit der Zeit, okay, auch wenn sie mal ein paar Minuten länger weg ist, passiert nichts, sie kommt auf jeden Fall danach wieder. Ja, so sieht's aus. Und Digger ist völlig entspannt, nur weil ich weiß nicht, 5, 6 Minuten mit ihm gespielt habe und ja, ihn durch die Bude fetzen lassen habe. Das ist echt der Hammer. Mal schauen, ob er immer noch so entspannt bleibt, wenn ich in mein Schlafzimmer gehe. Das ist das, was ich meine. Kaum gehe ich in einen anderen Raum, kommt Monsieur hinterher. Er kann sich da ruhig drauflegen. Letztes Mal hatte ich da immer meine weiche Decke hier auf meiner Yogamatte. Und da hat er sich natürlich auch draufgelegt und das möchte ich nicht mehr. Ja, da man die ja nur in der Waschmaschine waschen kann und meine Waschmaschine ist seit circa 2 Wochen kaputt und jetzt habe ich nur noch eine kleine Handwaschmaschine. Und ja, in der kann ich nur kleinere Sachen waschen. Und auch so möchte ich es einfach nicht. Und die Yogamatten, die kann man einfach im Lappen abreiben, dann ist es gut. Dann kann er da ruhig liegen, da habe ich nichts dagegen. Ja, jetzt ist er ja auch erst wieder wunderbar entspannt, da ich mit im Raum bin. Jetzt gehe ich mal wieder aus dem Raum raus, wieder ins Wohnzimmer zurück. Wer kommt da schon wieder hinterher? Digga. Jetzt gehe ich mal in den Flur. Ja, natürlich direkt hinterher. So, und für die Küche habe ich mir ja hier wieder diese Türe hingestellt. Da geht er nämlich nicht drüber. Für mich ist das kein Thema, da kann ich eben drüber steigen, dass ich wenigstens in meiner Küche mich frei bewegen kann, ohne dass er mir dauernd folgt. Und da ich auch nicht möchte, dass er immer mit in die Küche kommt, muss er ja auch nicht. Er hat genug Räume hier, ne? So, ich habe jetzt erstmal ausgiebig gefrühstückt und habe daraus gleich das nächste, was ich an einem Tag esse, beziehungsweise den Anfang davon für dich gedreht. Und jetzt bekommt Digger seine Portion Futter. Und jetzt versuche ich dir das mal zu demonstrieren, wie ich das mit ihm jetzt mache. Deswegen jammert er auch schon, weil er genau weiß, dass er jetzt was bekommt. Aber okay. Hier sitzt er schon, erwartungsvoll, wie du siehst. Man könnte das natürlich auch so machen, dass man das Futter einfach in einem Raum in verschiedene Ecken legt und dann den Hund suchen lässt. Aber das kann ich mit ihm nicht machen, da er mir ja immer hinterherkommt, wenn ich den Raum verlasse. Aber okay, jetzt werfe ich das gleich einfach in die Luft und dann kann er das suchen. Digga! Achtung! Such! Such, Digga, such! So ist fein. Wo ist das Leckerchen? Super, such, Digga. Fein. Seine Ohren schleifen immer mit am Boden. Super. So ist fein. Das macht dem Hund auf jeden Fall auch deutlich mehr Spaß, als wenn man es einfach nur in den Napf gibt. Denn in der freien Natur mussten die Wölfe sich das Futter ja auch selber jagen oder erarbeiten. Das kommt der Natur eines Hundes am nahesten.
Hast du alle gefunden? Könnte sein, dass noch ein paar hinter der Tür oder unter der Tür sind. Digga, da ist noch eins. Super. Jetzt mache ich es aber anders. Jetzt werfe ich sie immer einzeln durch die Wohnung, damit er ein bisschen flitzt. Kannst du das auch mal sehen? Digga! Warte, die Tür muss schön weit auf sein. Digga! So ist fein. Achtung! Such! Oh, genau unter den Schrank. Das ist gemein, ne? Komm, machen wir nochmal. Wer bis hierhin? Digga! Warte. Hut's dir. Hast du's? Digga? Ich sehe immer nicht, ob er's hat. Digga? Digga? Fitzen? Warte. Nie. Digga? So ist fein. Hast du es? Ist wieder hinter der Türe. Warte, komm her, Schatz. Nee, da ist nichts. Er hat's. Er erwartet wohl immer, dass es ein größeres ist. Sie sind halt nun mal nur so klein. Ja, sehr klein. Digga, sieht's? Machen wir es jetzt mal so. Fein, Schatz. Das ist immer so ungeduldig. Was auch noch wichtig ist, wenn ein Hund so aufdringlich ist beim Futter, die Hand erstmal nur hin und erst wenn er nicht mehr so aufdringlich ist, sie öffnen. So, ich mache jetzt ohne Kamera weiter, da kann ich mich besser auf den Hund konzentrieren. Jetzt habe ich ihn ausgetrickst. Während er jetzt die kleinen Leckerchen gesucht hat, hatte ich jetzt Zeit, um im Flur und in meinem Esszimmer weiteres Futter schnell zu versticken. Und das kann er jetzt suchen. Digga! Ja. Such, Digga, such! Such, ja fein! Super, so ist fein. Super. Such, Digga, such. Digga, da, such. Ja, fein. Super. Das trainiert auch den Geruchssinn. Ha, weiter. Such, Digga. Ja, super. So ist fein. Ist er nicht Zucker? Digga, such, komm. Such, Digga. Wo ist das Leckerchen? Super, gut gemacht. Such, Digga, such. Ja, fein. Das macht Spaß, ne? So zu fressen. Digga, da. Ja, super. Such, Digga. Fein. Im unteren Regal habe ich es auch versteckt. Such, Digga. Digga, hier. Ja, super. Da war auch noch was. Fein, Digga. Such. Nein, Digga, hier. Digga, da. Ja, super. Gefunden. Super. Hund verschwindet im Schrank. Ja, siehst du, so kann man das auch machen. So kann man den Hund auch füttern. So, ist genug, das war alles. Ah, hat er noch eins gefunden? Ja, gut. Dann gehe ich schon mal wieder.
Jo, dann ziehe ich mich jetzt an und gehe erstmal mit dem Hund eine kleine Runde, ne? Ich bin gerade mit Digger durch ein kleines Wäldchen gegangen, weil es schon sehr warm ist. Hier ist nämlich schön Schatten. Allerdings ist das Gras hier extrem hochgewachsen. Und das wollte ich dir mal eben zeigen. Hier in der Hecke sind jede Menge Tagpfauenaugen. Wunderschöne Schmetterlinge. Warte, Digga. Warte. Schön, ne? Da hinten sind auch noch welche. Und noch ein Zitronenfalter. Da. Mit Hund ist das nicht so einfach. Ja, das ist hier auch ein Stück Naturschutzgebiet, ist zwar sehr nah an der Autobahn, aber es ist trotzdem schön hier. Digga ist ganz paniert von dem hohen Gras hier. Komm, wir gehen wieder zurück. Aber diesmal bin ich so schlau und habe eine lange, enge Jeanshose an. Mit Strümpfen und Schuhen, dass alles geschlossen ist, dass ich mir nicht wieder Zecken einhandle. Ne, Digga? Ja. Du siehst ja lustig aus. Läufst mir schon wieder ein bisschen zu schnell. Ja. Langsam, wir haben Zeit. Wir müssen nicht rennen. Ja, und ab jetzt, wenn ich mit nackten Beinen rausgehe, also mit einer kurzen Hose oder einem Kleid, in den Wald oder ins Grüne, reibe ich mich mit Kokosöl ein, also die nackten Flächen halt oder die freien Flächen. Das sollen die Zecken nämlich nicht mögen. Das wusste ich eigentlich schon länger, aber hat es wieder vergessen. Ja, hier gibt es vieles, was gut riecht, ne? Vor allem ist das neu hier für ihn, das kennt er noch gar nicht. Das ist natürlich hochinteressant. Da können wir nicht hin. Da kommt wieder das Temperament durch. Ich zeig dir mal eben das kleine Wäldchen. Es sind alles noch junge Bäume. Aber ich finde es trotzdem schön, auch wenn es laut hier wieder ist von der Autobahn. Aber es sind kaum Menschen hier, keine Häuser, Wildtiere und viel Natur. So, wir gehen dann langsam mal wieder zurück Richtung meine Wohnung. Ich spiele gerade mit dir, gell? Nee, nimm deine eigene Pfote. Eigene Pfote. Eigene Pfote. Der anderen Seite ging es eben besser. So. Ja, es geht schlecht. Da reinbeißen. Deine eigene Pfote. Du Nudel, du Nudel. Ah, das ist einfach viel zu niedlich. Ne? Schnupfelhund. Schnupfelhund. Wenn beim Spielen Hund zu fest mal beißt, kannst du einfach unten, so wie ich jetzt ihn unten halte, ein bisschen fester drücken. Dann hört er automatisch auf. Ja. Ne, das mag sie nämlich gar nicht. Du Schmusebollen, hä? Am liebsten den ganzen Tag schmusen und knuddeln. Muss genug? Los. Streicheln. Psst, 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 psst.
Ach ja, er macht einem schon viel Freude. Gell? Nee, mag nicht mehr. Nö. Die Löckchen oben sehen ein bisschen aus, als hätte so eine Krone an, finde ich. Schmusen, ne? Ja. Ja, ich bearbeite gerade das Thumbnail für meinen nächsten Food Haul für dich. Ne? Für diesen Kanal. Ja, nebenbei. Nicht so viel lecken. Das heißt zwar, dass er einen mag, aber ja. Ich bin doch schon gewaschen. Ich habe mir die Hände schon gewaschen. Nee, nicht das kitzelt. Nein. Nö. Ach, du bist mir schon so eine Nudel, du. Ja, heute gehe ich mal nicht mit Ihnen an den Kanal, sondern in die, ja, in eine andere Richtung. Richtung Autobahn, da kann man auch schön laufen. Ja, mal schauen, wie es ihm dort gefällt. Und ich möchte auch mal was anderes sehen, weil in letzter Zeit gehe ich selber auch immer nur noch am Kanal spazieren. Ja, ich brauche auch mal eine Abwechslung. Ne? Ja. Ach, die andere Unart muss ich dir ja nachher noch zeigen. Ah. Naja, das machen wir schon. So, wir haben jetzt 16.30 Uhr und es ist mittlerweile 27 Grad draußen. Super Wetter für Digger und mich. Und deshalb werde ich jetzt für mindestens 2 Stunden mit Digger spazieren gehen, so wie ich mich kenne. Ja, und ich nehme das Handy mal mit. Vielleicht gebe ich dir zwischendurch noch ein paar Eindrücke, vielleicht aber auch nicht, weil ich den Spaziergang mit Digger nämlich diesmal komplett genießen möchte. Ansonsten sehen wir uns danach wieder. Ich wollte dir doch kurz ein Update geben im Grünen. So brav Digger ja jetzt zu Hause den ganzen Tag war, aber bei den Spaziergängen ist er genau das Gegenteil. Keine Ahnung warum. Ich hatte ja die letzten beiden Male so schön mit ihm trainiert und er lief schon, vor allem letztes Mal, meistens wunderbar an der Leine. Aber heute, puh, echt anstrengend und mühsam. Er springt immer wieder in die Eisen und reißt an mir. Mir tut schon der ganze linke Arm weh. Übrigens sitzt er hier neben mir. Guck mal. Genau. Und ich sitze mal wieder auf dem schwarzen Jägerstand, der aber am Boden ist. Und habe diesen wunderschönen Ausblick hier. Ja, es ist wirklich sehr heiß. Der Weg hierhin war extrem warm. Aber hier ist schön Schatten. Ja, jetzt ruhen wir uns hier noch ein bisschen aus gemeinsam. Wir haben auch schon beide Wasser getrunken. Also ich meine Limo. Und danach gehen wir jetzt wieder zurück, aber dann oben lang. Also nicht eben der Hinweg war unten lang. Zurück gehen wir oben lang. Und da suche ich uns dann nochmal ein schönes Plätzchen im Schatten, wo wir nochmal ein bisschen pausieren können. Ja, vielleicht melde ich mich dann nochmal. So, wir sind jetzt beim nächsten Platz angekommen, wo ich hin wollte. Und jetzt der weitere Weg bis dorthin lief Digger weitestgehend super. Ja, ich hatte die Leine diesmal deutlich kürzer gehalten. Ich weiß es nicht, ob es daran lag. Eigentlich mag ich das nicht, einen Hund so sehr kurz an der Leine zu halten. Aber anscheinend braucht er das. Ja. Jetzt habe ich ihm sein Futter versteckt im Grünen. Ich hoffe, du verstehst mich überhaupt bei dem Sturm hier. Nein, es ist nur ein Wind. Der ist allerdings sehr angenehm.
sitze auch unter einem schönen kleinen Kirschbaum, wie es aussieht. Ja, es ist tatsächlich ein Kirschbaum. Aber hier ist es viel zu windig. Ich denke mal, du verstehst mich gar nicht. Ich zeig dir nur noch schnell, Digga.